Panamana. Bati bidibi. Panamana. Bati bidi. Panamana. Bati bidibi. 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 Wir machen wieder heute Panama News. Einfach Fakten haben wir dabei. Ihr hört den Frühling. Der ist jetzt gerade nicht so optisch da, weil es regnet. Aber das ist gut für die Erde. Und Erde haben wir im Garten. Wir würden gerne den Garten langsam wieder erwachen, zur neuen Blüte erschaffen. Und wollen euch fragen, was wünscht ihr euch denn da? Was soll da wachsen und angezogen werden? Klingt wie so Kleidung anziehen. Aber anzüchten, so neu wachsen. Schreibt uns gerne, wir versuchen das zu ermöglichen, natürlich auch mit euch, hoffentlich bald. Ja. Ja, und ansonsten für die Hühner ist die Quarantäne leider noch nicht vorbei. Die hat eigentlich quasi erst angefangen. Erst gab es Frost und Minusgrade bis fast minus 20 Grad. Da darf ein Huhn leider seinen Stall nicht verlassen, weil das könnte lebensgefährlich werden. Und jetzt ist Frühling eingekehrt. Die Hühner dürfen trotzdem noch nicht raus. Wisst ihr warum? Es ist halt eine Vogelgrippe aufgetaucht. Das heißt, wir haben gerade die Pflicht bekommen, die Hühner einzusperren. So lange, bis es Entwarnung gibt. Das heißt, die Hühner dürfen gerade nur im Auslauf sein und dürfen nicht auf dem Panama rumstiefeln wie sonst. Doof. Leider, leider. Was hast du eigentlich in der Hand? Ah, das ist eigentlich meine Challenge. Vielfalt lebt bei uns auch im Hühnerstall, nämlich in der Form der Eier. Manche sind spitz und schmal und andere haben komische Auswachsung. Ich hoffe, ihr erkennt das hier. Warte, ich muss mal gucken, ob ihr das seht. Und ich wollte gern euch fragen, ob ihr mal rausfinden könntet als Hühnerdetektive, woher das kommt. Ich habe keine Ahnung. Pickel, Ausschlag, ja, Hühnerei-Akne. Ja, also da dürft ihr Detektive sein. Ich versuche gerade einen Schwenk zu kriegen, die Detektive, Neues erlernen, lernen, Schule. Die ist ja bei euch langsam wieder gestartet. Und wenn ihr merkt, oh, das fällt mir jetzt echt schwer. Oh, das habe ich irgendwie alleine zu Hause nicht gut schaffen können. Tom und Pauline, die werden ihr gleich noch kennenlernen, die bieten euch Hilfe beim Lernen und einem anderen Lernort. Ja, man muss manchmal die Perspektive wechseln, dann kann man es doch besser verstehen. Ihr könnt Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr einen Timeslot erwerben, um mit Tom oder Pauline Hausaufgaben lernen und so weiter zu machen. Unbedingt vorher anrufen. Anmelden, wann Zeit ist. Und dann könnt ihr hier draußen im Garten oder auch drin im großen Raum mit Luna als Pausen-Entertainerin Hausaufgaben machen. Hi, ich bin Tom. Ich bin neu in Panama. Ich bin Praktikant hier. Und freue mich mega, wenn ihr vorbeikommt, wenn das wieder irgendwie möglich sein sollte. Ansonsten in Einzelbetreuung. Ein paar von euch habe ich schon kennengelernt. Ich freue mich, mehr von euch kennenzulernen. Meine Interessen sind Tiere, Menschen, Bewegung jeglicher Art. Also kommt vorbei und hampelt mit mir rum. Hi, ich bin Pauline. Ich bin ebenfalls neu in Panama und ich bin auch eine Praktikantin. Ich freue mich, euch hier kennenzulernen und mit euch gemeinsam Kreativangebote zu machen oder auch in der Tierarbeit tätig zu sein, denn ich habe selber Tiere und kann auch da dahingehend meine Erfahrung gern mit euch teilen. Und wir können auch zusammen gerne Quatsch machen hier. Falls euch die Last der Hausaufgaben zu schwer wird wie dieser Stein, dann sind wir ab sofort auch gern für euch bereit, euch zu helfen. Falls ihr auch mal einen Raumwechsel braucht zum Lernen, wir sind gern für euch da. Genau, und das Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr. Wenn ihr einfach mal andere Gesichter beim Hausaufgaben helfen haben wollt, dann könnt ihr uns gerne in Panama anrufen und mit uns beiden einen Termin vereinbaren. Kommt vorbei, Steine tragen. Herzlich willkommen. Wir machen Quatsch im Kleinen für Groß und Klein. Was ihr braucht, ist etwas, wo ihr wir haben jetzt Quark, Schafsquark, um genau zu sein. Ihr könnt Butter nehmen, Gröbeln halt, Sahne oder was auch immer. Ein Gefäß darüber. Und wir beißen jetzt im Duell und werden immer drauf tippen nacheinander. Irgendwann darf man
ganz schnell den Becher wegnehmen und dann muss der andere ziemlich clever schnell reagieren und hoffentlich nicht Rutsch machen. Wir wissen nicht, was passiert. Seien Sie dabei. Bereit? Mhm. Bereit für Brei? Ja. Okay, fang an. Geht los. Guck mich an. Gegen Langeweile.